Peace, meine Freunde, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Marco Boom und ich hoffe, dass ihr richtig Bock drauf habt auf ein neues Video. Heute geht es um die Naughty Elements, die wir hier zur Verfügung gestellt bekommen haben. Wir haben hier Naughty Elements Rot, Grün und Blau. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt einfach dran, bis gleich. So, meine Freunde, da sind wir schon. Und zwar mit den sogenannten Naughty Elements. Sehen gut aus, die Dinger, wa? Finde ich auch. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier erstmal auf den ersten Blick Spurenelemente, Makroelemente, was auch immer. Naughty Elements Rot, Blau und Grün. Jetzt werden wir einfach mal gucken, wir werden uns jetzt mal Rot schnappen, das finde ich immer sehr interessant. Oder wobei, wir fangen mal mit Grün an. Ich glaube, der Großteil der Leute hat sowieso viel Grün drin, ich ja auch. Und da werden wir dann einfach mal jetzt nachlesen. Also fangen wir mal an. Hier steht Naughty Elements. Grün steigert die Farbausbildung und das Wachstum ihrer Korallen im Meerwasseraquarium. Über 30 wichtige Spurenelemente sind hier die Basis. Unser Naughty Elements. Achso, sind die Basis unserer Naughty Elements. Entschuldigung, ich bin. Das ist das Wetter, Leute. Wir haben es hier so heiß in Berlin. So. Die ideal ausgewogene Mischung aufgeteilt in 3 Flaschen zur individuellen Anpassung der Dosierung nach gewünschten Farben. Naughty Elements fördert Biologie, Wachstum und volle Ausfärbung bei Stein- und Weichkorallen sowie Anemonen und anderen Korallen. Der spezielle Mix der organischen, gebundenen und anorganischen Spurenelemente fördert die Aufnahme der Elemente, vermeidet Anreicherungen und verhindert unerwünschten Algenwuchs. Okay. Mit Naughty Elements steuern sie nahezu alle Farben gezielt, ob Fluoreszenzfarben bei LPS oder Weichgrün oder plakative Farben bei SPS. Vorteile: einfache Zugabe, wachstumsfördernde Mikronährstoffe, Entschuldigung, erhöht Wachstum und Farbausbildung bei SPS und LPS-Korallen, steigert die Fluoreszenz bei Korallen, schützt die Korallen vor lichtaktivem Stress, effektives Konzentrat einfach in der Dosierung. Gut, jetzt ist natürlich die gleiche Frage, die jetzt, womit jetzt alle kommen. Was ist da wirklich drin? Wir fangen jetzt erstmal mit Dosierung an. Dosierung wird hier wöchentlich auf 2 bis 3 Milliliter pro 100 Liter Meerwasseraquarium vorgegeben. Inhaltsstoffe: Mangan, Eisenkomplex, Kalium, Nickel, Kobalt, Zink, Aluminium, Seelen und weitere Spuren und Mikronährstoffe. Okay, lassen wir es jetzt so stehen. Hier ist noch ein Sicherheitshinweis. Das ist jetzt die Farbe Grün. Die Verpackung erinnert mich ein bisschen, vielleicht täuscht es jetzt auch nur gerade, aber an Fauna Marin, bin ich der Meinung, erinnert mich die Verpackung ein bisschen. Also mit dem Aufkleber und so weiter. So, ich werde euch das jetzt sparen, was mit dem Vorlesen. Ich lese euch jetzt nur vor, was in Blau und Rot erstmal drin ist. Hier haben wir Molybdän, Zink, Beryllium, Lithium, Seelen, Vanadium, Kupfer, Zinn, weitere Spuren und Mikronährstoffe, und Vitamine. Also im Blau sind noch zusätzliche Vitamine und halt andere Nährstoffe. Was haben wir bei Rot? Fluor, Dreifach-Halogenkomplex. Das muss ich ehrlich gesagt selber nachschlagen. Dreifach-Halogenkomplex, was das ist, kann ich euch nicht sagen. Also ich weiß es grob, aber ich kann es nicht genau erklären jetzt. So, dann haben wir hier wieder Bromelium, Kalium, Mangan und Mikronährstoffe. Ja. Das wird das nächste Testprojekt erstmal werden. Die dosiert man. Also der Marc von Nautilus Aquaristik hat einfach gesagt, man soll sie zusätzlich oben reinkippen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie verhält sich das mit dem Balling. Ich bringe ja sogenannte Trace Elements mit dem Balling schon rein. Kann ich die einfach oben drauf kippen? Reichert sich das dann an? Da musste ich das nochmal ganz genau nachschauen. Im eigentlichen Sinne, jetzt öffnen wir hier mal Rot. Geruchs- und farbneutral. Guck mal, was bei den anderen anders ist. Okay, das hat eine leichte Färbung. Ist leicht dunkler einfach, so bräunlich. Riecht aber auch nicht.
Aber ich schüttel die mal vorher vielleicht, aber ich denke auch nicht. So. Wieder das gleiche, leicht bräunlich. Sieht aus wie Fassbrause. Geruch ganz leicht. So, jetzt natürlich die Sache. Zu mir sagen ja einige Leute, ich habe keine Farben im Becken. Jetzt die Frage, wenn ich kläre das mal ab. Wenn man das oben raufgeben kann, werde ich das auf jeden Fall testen. Dann gibt es ja so einen schönen Langzeittest. Dann werde ich das wieder einige Monate testen und werde euch sagen, was ich von dem ganzen Spaß halte. Und ob es was bringt. Ja, ihr wisst, ich brauche euch da nicht irgendwann sagen, was ihr euch holen sollt, wenn es euch nichts bringt. Oder wenn es bei mir nichts gebracht hat, dann klar kann es bei euch was bringen, aber das wäre ja dann Schwachsinn. Deswegen bin ich echt auf den Test jetzt gespannt. Bin jetzt echt am überlegen, ob ich das jetzt schon reinmache, aber ich möchte es eigentlich wissen, kann ich das wirklich, obwohl ich Trace Elements dosiere, reinkippen zusätzlich. Das möchte ich jetzt hier abklären, das muss. Ich habe es jetzt soweit geschafft wieder, mein Nitrat ist in Ordnung, meine ganzen Werte sind stabil, es steht alles, es wächst und gedeiht. Und da habe ich keinen Bock, dass ich jetzt einfach irgendwas oben reinkippe, auch wenn ich Marc wirklich vertraue. Und da würde mir jetzt hier eigentlich nichts geben, dass ich mein Becken zerhaue, da bin ich mir ziemlich sicher. Dennoch weiß er ja auch nicht, wie jedes verschiedene Becken drauf reagiert. Das muss nun mal gesagt sein. Deswegen werden wir das auf jeden Fall testen. Und dann werde ich mal schauen, also rot, ja, wobei doch ein paar rote Dinger habe ich. Oder meine rote Chalice und die eine andere Chalice. Die haben ein bisschen Rotanteil. Dann werden wir das machen. Wir werden mal rot, blau und grün testen. Die Frage ist blau. Was gibt es jetzt an reine blaue Korallen? Ich glaube, da habe ich nichts. Vielleicht, ja, ich denke mal, das wird dann auch an lila und sowas gehen. Also wir müssen dann mal gucken. Und ich werde die Mindestmenge dann dosieren. 2-3 Milliliter auf 100 Liter. Ich werde 2-4-6 Milliliter werde ich dosieren. Also für 300 Liter werde ich nur dosieren erstmal. Ich mache immer weniger als draufsteht. Und dann werden wir uns den ganzen Spaß einfach angucken. Wie gesagt, ich werde euch dann berichten. Ihr werdet es auf Instagram auch wieder erfahren. Da hatte ich jetzt auch viele Probleme. Es ging hin und her gerade mit Instagram. Da werde ich euch das ausführlich berichten und ihr kriegt dann wieder ein Video zu sehen. Also in dem Sinne, meine Freunde, das nächste Video ist meine Uhr. Das Video darauf sind die Kopfhörer, wenn ich die noch nicht rausgebracht habe. Ich hoffe, es ist bei euch nicht so heiß wie hier bei uns in Berlin. Also ich glaube, wir haben es hier 33, 34 Grad warm. Es ist echt eklig. Der Hund liegt da auf der Couch und ist total durch. Ja. Ich verabschiede mich einfach, meine Freunde. Ich bin auch total durch. Ich wollte euch einfach nur nicht hängen lassen mit den Videos. Im Moment so viel zu tun und kamen so wenig Videos gerade schon wieder raus. Und deswegen habe ich gesagt, hey, Samstag muss ein Video raus. Egal was Sache ist, es muss ein Video raus. Und ich werde euch auch noch ein Update-Video nochmal geben zu dem Deltek. Der sitzt jetzt nämlich wieder in einem anderen Becken und dort scheint er zu funktionieren. Deswegen werden wir da auch nochmal filmen, meine Freunde. In dem Sinne, peace, adios, ich bin raus. Ich wünsche euch ein erholsames Wochenende und hoffe, dass es bei euch etwas kühler ist. Ciao. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Die ist tot. Und das nur, weil alles so heiß ist.